ist das durchaus sinnvoll. So, und wo ich Ihnen recht gebe, ist, dass wir sicherlich dahin kommen müssen, dass der Individualverkehr im Innenstadtbereich, wenn wir das Beispiel Hamburg nehmen, dass man den sicherlich reduzieren kann durch bessere Angebote öffentlichen Nahverkehrs. Und wenn man das, wie es in London zum Beispiel ist, eine City-Maut einführt und sagt, der innere Ring, also ich nehme mal den Ring 1, wenn Sie da reinfahren wollen am Sonnabend, oder auch während der Woche zum Einkaufen, das kostet erstmal 10 Euro, ja, dann wird sich der ein oder andere schon überlegen, muss ich unbedingt selber fahren oder nehme ich vielleicht dann doch den Bus oder die U-Bahn. Das ist ja oft, da haben Sie recht, das ist eine Anreizgeschichte, das muss einfach teuer sein, wobei der ein oder andere heute auch schon den Horror hat über die Parkhauspreise, das muss man ja auch mal sagen. So, das ist das eine. Das zweite ist, dass für den Individualverkehr wiederum in Metropolen wie Hamburg sicherlich die E-Mobilität auch eine Rolle spielen wird. Wir als Vattenfall haben schon jetzt seit über einem Jahr einen Versuch mit 50 E-Minis, also Mini Cooper mit Batterie in Berlin laufen. Die haben wir repräsentativ an unterschiedliche Nutzer verteilt, also auch Privatpersonen, die einen, die eben beruflich viel unterwegs sind, die anderen, die so einen festen Arbeitsweg haben, Familien und so weiter. Und wir werden jetzt hier in Hamburg noch in diesem Jahr einen Versuch starten mit 50 E-Smarts, also mit diesen kleinen Zweisitzern. Einfach deswegen, weil natürlich auch die Automobilhersteller alle an diesen Technologien arbeiten und in Berlin ist der Partner eben BMW und hier wird es Mercedes-Benz sein mit den Smarts, die wir ebenso verteilen werden. Ich selber werde auch einen bekommen und den dann auch benutzen. Also ich komme dann nächstes Mal elektrisch. Und das ist auch eine wesentliche Entwicklung, um die Emissionen zu reduzieren. Und das Dritte, auch da gebe ich Ihnen recht, ist, dass wir die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verbrauchsoptimieren müssen und auch noch weiter können. Der Trend bei Neuwagen geht übrigens jetzt ja erstmalig wieder auch zu kleineren Motoren, also Hubräumen, nicht, wenn Sie das in den Zulassungsstatistiken sehen. Und das Zweite ist natürlich, auch da bin ich bei Ihnen, dass es ein Tempolimit in Deutschland sicherlich auch nicht schädlich wäre, sage ich mal. Damit kann man leben, tut man überall auf der Welt sonst auch. Ob das dann 100 oder 120 oder 130 ist, ist, glaube ich, das macht dann nicht den Riesenunterschied. Da wird es irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Darüber wird man sich einigen können, das wollte ich eigentlich sagen. Und da bin ich aber vollkommen bei Ihnen, nicht? Also die Raserei bringt erfahrungsgemäß ja in den seltensten Fällen wirklich einen Zeitgewinn. Der eine oder andere vielleicht hat einen Spaßfaktor dabei, aber die meisten sind, glaube ich, eher gestresst, wenn sie versucht haben, auf der A7 mit 200 nach Kiel zu fahren oder nach Hannover. Das ist, glaube ich, nicht so spannend. Ja, bei der E-Mobilität nur nochmal, das wissen Sie natürlich, müssen wir darauf achten, dass der Strom natürlich regenerativ erzeugt wird. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Ja. Auch klar, bei den Wasserstoffbussen, wenn der Wasserstoff nicht aus regenerativem Strom erzeugt wird, dann ist es eben nicht mehr klimaneutral. Klar, ne? Aber da liegt, wenn dann Kohlestrom in Hamburg fließt, so wie es heute ja auch schon der Fall ist, fragt man sich natürlich, ob das funktioniert. Naja, nun sind wir wieder beim Strom. Also mich haben Sie ja nicht gefragt, was ich machen würde, wenn ich Bürgermeister wäre. Bin ich ja auch nicht, aber manchmal gibt es im Leben ja Überraschungen. Nicht? Hat Herr Ahlhaus auch was gerade erlebt. Was würden Sie denn machen, wenn Sie Bürgermeister wären? Ja, genau. Na, ich würde Ihnen erstmal sagen, dass es den Stromkonsum, den Hamburg heute hat, und zwar industriell wie auch privat, den können Sie auf der Hamburger Staatsfläche in Anführungsstrichen regenerativ gar nicht erzeugen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, mit wem gehen wir Partnerschaften ein, zum Beispiel Schleswig-Holstein. Das wäre ein Thema Nordstaat in Anführungsstrichen, nicht, weil Sie können das Klimaproblem, Sie können das, in Hamburg können Sie regenerativ den Strom, der konsumiert wird, nicht erzeugen, wie in keiner anderen Metropole der Welt, weil einfach der Platz fehlt. Das ist nun mal so, wenn so viele Menschen auf einem relativ kleinen Fläche leben. Da kann man aber sicherlich dran arbeiten. Ich will Ihnen auch da ein Beispiel geben. In Hamburg werden jedes Jahr 8 Terawatt Strom, das klingt nach furchtbar viel, ist es auch alleine von der Industrie, die in Hamburg angesiedelt ist und die Arbeitsplätze in Hamburg darstellt, verbraucht. Wir haben gerade ja einen 300 Megawatt Windpark in UK in Betrieb genommen und der verbraucht eine Fläche von 35 Quadratkilometern, weil Sie die Anlagen auch ein bisschen auseinanderstellen müssten. Und wenn Sie jetzt sozusagen den Strom, den Sie für die Hamburger Industrie bräuchten, und der private Konsum ist die Hälfte davon, 4 Terawatt, wenn Sie den ausschließlich aus Offshore-Wind zum Beispiel produzieren wollten, dann brauchen Sie dafür eine Fläche von
136 Quadratkilometern. Wenn Sie das einfach ausrechnen, wie Sie die notwendige Kapazität haben, das ist die Strecke nach Flensburg und dann nochmal nach links und zurück. Das ist also die geografische Fläche, die man bräuchte, um sozusagen die Industrie hier in Hamburg mit Strom zu versorgen. Und die Hälfte dieser Fläche sozusagen nochmal oben drauf. Das ist dann ungefähr bis nach, wo ist das Kreuz der Bordesholm, nicht? Die halbe Strecke nach Kiel und das nochmal dazu. Und dann haben Sie die Fläche, die Sie bräuchten. Und da liegt auch das Problem in Europa und auch in Deutschland, wie machen wir das? Insofern werden wir das Problem in Hamburg alleine nicht lösen können. Es gibt kein CO2-freies Eimsbüttel, das kann nicht funktionieren. Aber, und da bin ich sehr derselben Auffassung wie Herr Professor Latif, wir müssen alle gemeinsam nach Lösungen suchen. Und damit müssen wir uns eben nicht nur mit der Erzeugung beschäftigen, sondern auch damit, wie wir erneuerbare Energien speichern können. Und da ist Wasserstoff zum Beispiel ein gutes System, weil Wasserstoff beliebig lange speicherbar ist. Und es ist natürlich wichtig, vielleicht dann doch auch Strom einzusparen, nicht nur, waren ja bei Energiesparen. Sparen ist am besten. Letztendlich, das würde sozusagen Ihr virtuelles Windfeld dann wieder verkleinern, sprich den Bedarf senken. Klar, das stimmt. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass Sie zwei gekommen sind und ich denke auch in Ihrem Sinne eine recht lebhafte und sehr interessante Diskussion geführt haben. So kann es weitergehen, finde ich. Man sieht, finde ich, auch sehr deutlich, dass diese Diskussion und diese Reibereien um eine bessere Klimazukunft der Stadt nötig sind und dass auch noch vieles zu besprechen wäre, was aber den Rahmen des heutigen Abends sprengen würde. Darum, wie gesagt, machen wir hier jetzt erstmal eine Zäsur und ich bedanke mich nochmal fürs Kommen. Vielen Dank.